Willkommen zu Teil 2 unserer Kooperation von den Fotofreunden und dem Steffen Schüngel, der Fotokrempel-Zeitreise. Und wir gehen weiter zu Canon. Wo sind wir da stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben, ich glaube, so roundabout in der Zeit nach den ersten Messsucherkamera nach Leica-Vorbild. Das Vorbild ist man auch nicht so schnell losgeworden. Aber man hat sich dann entschieden, ein bisschen andere Richtung reinzuschlagen. Mhm. Und auch mal sahen die Kameras auch anders aus mit der Canon LT. So ein bisschen schicker. Mhm. Eindeutig, ja. Aber sieht ja vielleicht noch ein bisschen nach Leica aus, oder? Ja, das war auch weiter der Maßstab. Also Leica hat ja 54 auf der Fotokina die Leica M3 vorgestellt. Und das war schon ein Quantensprung. Also ich glaube, das war ähnlich so wie die erste spiegellose Digitalkamera von den meisten Leuten wahrgenommen wurde. Mhm. Also ich sage das ganz bewusst, weil es gab das ja schon viel früher, aber die meisten Leute haben es erst später wahrgenommen. Mhm, ja. Damals war es wirklich so, dass also auch die Experten von dem, was sie da mit der M3 gemacht haben, ziemlich beeindruckt waren. Und ja, das hat dann weiter den Maßstab diktiert. Und Canon hat sich dann auch gerne angepasst. Man wollte ja weiter dem exzellenten Plan folgen und in allem, was man tut, ja, Marktführerschaft erreichen. Haben Sie denn da irgendeine Innovation reingebracht, die es jetzt bei der M3 nicht gab, oder war das rund? Okay. Man ist auch noch ein bisschen weiter zurückgeblieben im Prinzip, weil man dem M39 Standard auch mit den späteren Messsucherkameras treu geblieben ist. Also sowohl die 1956 vorgestellte LT als auch die L1, die L2 und die L3, die alle in 2 Jahren quasi rauskamen, die waren noch M39 Kameras. Was Canon in der Zeit angefangen hat, und das können wir hier nicht abbilden, weil wir so die auf Fotografie beschränken, mehr oder weniger. Ja. Wenn man in die Canon-Historie mal reinguckt, dann merkt man, dass Canon so ab den 50er Jahren angefangen hat, sich wahnsinnig breit aufzustellen. Mhm. Das haben einige Firmen gemacht. Canon ist da ein ganz prominentes Beispiel, die dann angefangen haben, in Bürotechnik einzusteigen. Mhm. Die haben dann angefangen, die ersten Taschen- und Tischrechner zu entwickeln, sind dann später auch in Computer-Dingen unterwegs gewesen, Drucker, Imaging im Generellen, Medizintechnik. Also die Firma wurde breiter. Ja. Was andere Firmen nicht gemacht haben, gerade Leitz ist im Prinzip vom Mikroskophersteller eigentlich immer eher Mikroskop- und Kamerahersteller geblieben. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn wir jetzt so in dieser Zeit sind, die Kameras, was hatten die für Verschlüsse? Waren das Zentralverschlüsse, waren es Schlitzverschlüsse? Nee, Zentralverschlüsse war bei der japanischen Kameraindustrie außerhalb von den Klappfaltern, die es sehr früh gab, überhaupt kein Thema. Also man hat sehr früh im Prinzip die Verschlussmechaniken von Leica, dem Tuchschlitzverschluss und von der Contax adaptiert und weiterentwickelt oder nachgebaut, kann man nicht sagen. Die haben den tatsächlich weiterentwickelt. Und der Contax-Rollo-Verschluss ist noch relativ früh ausgeschieden, sodass also der Tuchschlitzverschluss im Prinzip das vorherrschende Element war, was bei japanischen Kameras verwendet wurde. Es hat sich dann auch so ein bisschen in dem Bereich die Produktion verschoben. Ja. Also du hattest vorher in Deutschland die Verschlussfertigung der Zentralverschlüsse und mit den Copal Square Verschlüssen, japanisches Produkt, ja. Seiko, japanisches Produkt, waren auf einmal sehr viele Verschlüsse dieser neuen Technologie dann auch aus Japan. Japan. Ja, waren jetzt also Copal und Seiko, waren das jetzt separate Firmen oder waren das spezielle Verschlusstypen? Ja, das waren meines Wissens separate Firmen. Ah ja, okay. Die teilweise Untergliederungen von anderen Großkonzernen waren, ja. Aber im Prinzip erstmal isoliert arbeitend. Okay, das heißt also, Canon hat aber dann auch auf diese Verschlüsse zurückgegriffen. Ja. Okay. Ja. Also haben die auch keine selber entwickelt oder selber. Nee, bei den Messsucherkameras waren das noch Eigenentwicklungen. Ach so, okay. Und je komplizierter das wurde, je breiter das Produktportfolio war,
desto mehr hat man dann auch von außen eingekauft, mhm. einfach um diese hohe Schlagzahl. Ich habe irgendwo, ich kriege das nicht mehr zusammen, welches Jahr das war. Das war so ein Triumvirat aus 3 Jahren. Mhm. Da hat Ken jeden Monat 2 oder 3 Produkte auf den Markt geschmissen. Also 3 Jahre lang 96 okay. Produkte. Von Videokameras zu Fotokameras. Also das war irgendwann in den 90er Jahren. Ja, ja, ja. Aber das zeigt, wohin die Reise geht. Ja, ja, klar. Immer breiter werden, ja. immer genauere Segmentierung des Marktes mhm. und auf jeden quasi zugeschnitten. Das sieht man im Prinzip ja auch schon bei den Kameras, die wir hier aufgebaut haben und die wir uns relativ zeitnah angucken. Mhm. Nur um dahin zu kommen, eben, also wir sind jetzt 56, die ersten Messsucherkameras nach Leica M3-Style, dann die erste 8mm Filmkamera 1957, 1958 die erste Zoom-Optik für eine Fernsehkamera, also magnetische Aufzeichnung, elektronische Aufzeichnung im Prinzip schon. Und zwar dann gleich nicht irgendwie ein Standardobjektiv, sondern 60 bis 200 Zoom. Das erste, weltweit erste Zoom für eine TV-Kamera mit einem nicht schlechten Range, 60 bis 200, das ist schon mal ordentlich. Ne? Aber ich glaube, sagen wir für die Sensoren dann wahrscheinlich gar nicht mal so gut sein musste auch am Ende, oder? Nee, du hattest wahrscheinlich nicht mal volle PAL-Auflösung, irgendwelche halbe NTSC auf, keine Ahnung, ja, ich bin kein Fernsehtechniker. Nee, klar. Aber so 240 Linien oder so, also um den Bart. Okay. Also, aber auf der anderen Seite auch Objektiventwicklung in den Spitzenbereich getrieben. 1958 Canon 35mm 1.5. Aha. Ist schon mal eine Ansage. Schlecht, ja. Dann das Ganze getoppt 1961 mit dem 0,95 50mm. Aber dazwischen war noch was anderes, denn dann hat man auch angefangen, Spiegelreflexkameras zu bauen. Man hat gemerkt, mit den Messsucherkameras, das entspricht nicht mehr ganz so dem, was man an Fotograf, den möchte gerne längere Brennweiten auch nutzen und weitere Brennweiten nutzen. Das ist mit dem Messsucher immer so ein bisschen eingeschränkt wirklich. Von so her bot sich Spiegelreflex als Konzept an. Hat man bei Canon nicht erfunden, aber relativ frühzeitig adaptiert. Und 1959 die erste Spiegelreflex, auch mit wechselbarem Sucher. Also hätte definitiv zu dem Zeitpunkt schon ein Pinkeln ans Knie von Nikon, die ja erst später mit der F rausgekommen sind, werden können. Ich glaube, man hat bei Canon diese Kamera nicht aktiv und intensiv genug vermarktet. Ah, meinst du, die wäre sonst erfolgreicher gewesen als Nikon? Ich also von den Spezifikationen tun die beiden sich nichts. Also jetzt war die Canon früher. Und hatte, was für Reportagefotografen wahrscheinlich wahnsinnig interessant gewesen wäre, ein Rapid-Verschluss, also unten wie so ein, bei Leica gab es ja auch den, wie hieß der, Vita-Matic, keine Ahnung, so ein Verschluss am Boden der Kamera, den du nur schlagen musstest und damit war aufgezogen. Okay. Du hast mit der Kamera damals Spiegelreflexkamera 3 Bilder pro Sekunde geschafft. Oh, ja. Das ist schon ordentlich. Anständig, ja. Ne? Also für die Zeit. Also rein von den Spezifikationen keine uninteressante Kamera, aber vermutlich vom Marketing darauf nicht konzentriert. Und Objektive wären da auch genug da gewesen oder ist da Nikon noch ein bisschen Vorsprung gewesen von der Auswahl? Ja, die haben sich da nicht viel getan. Also der Objektivpark von Canon war eigentlich schon weit genug entwickelt und das Ganze zu adaptieren und einen anderen Mount quasi rauszubringen, ist jetzt nicht so die große Herausforderung. Und auch preislich dann nicht so weit von entfernt. Okay. Man hat ja auch gesehen, bei Nikon hat es 3-4 Jahre gedauert, bis die F sich in erklecklichen Stückzahlen. Es war nicht so, dass die in die Geschäfte kamen, die Leute gesagt haben, yippie, endlich eine Spiegel. Ja, klar. Die haben im ersten Jahr, glaube ich, 7.000 Stück verkauft. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinnserfolg. Ja. Und bei Canon war es dann noch weniger und man hatte genug andere Produkte. Von so her hat man vielleicht sich nicht so drauf versteift und gesagt, wir machen das jetzt unbedingt zum Kerngeschäft. Das läuft. Genau. Ein Jahr später gab es die dann schon mit gekuppeltem Belichtungsmesser. Mhm. Der war zwar noch ziemlich hässlich und warzig außen drauf geworden, aber immerhin. Naja, wenn man sich den bei Nikon den Photomic anguckt, das ist auch kein schlankes Teil. Nee, und wenn man sich auch die Konkurrenzprodukte, würde ich mal sagen, ich glaube in Deutschland sind ja damals durchaus noch Konkurrenz gebaut worden. Ja. Diese ganzen Exakta-Dinger da, die haben ja doch eine hohe Verbreitung damals gehabt. Ich glaube, da war es einfach auch sehr, sehr schwierig für die japanischen Hersteller wahrscheinlich da zu konkurrieren. Es war auch immer auf dem externen, also außer japanischen Markt, gab es ja immer Hemmnisse.
entweder es wurden Strafzölle erhoben oder es wurde grundsätzlich wegen Namensstreitigkeiten, Nikon und Ikon ist da ziemlich nah aneinander, dann durfte es nicht so heißen. Es war also nicht leicht. Ja. Dann musst du einen Vertriebspartner finden, der erstmal überhaupt deinen Kram da verkauft. Ja. Du kannst ja nicht selber mit 40 Mann irgendwo sagen, so, jetzt bauen wir eine Firma auf. Also das ist so eine Schritt-für-Schritt-Geschichte. Das, geht das nicht, geht war nicht ja alles noch recht neu zu dem Zeitpunkt. Und zum anderen, wie gesagt, also da schon gesagt, es war bei Canon war der Fokus auf was anderem, nämlich immer breiter werden, immer schneller werden. Und wir haben jetzt gerade gesagt, das sind noch 3 Jahre, ne? Zack. 1961, die Canon 7, tolle Rangefinder-Kamera mit eingebautem Belichtungsmesser, eingespiegelten Rahmenlinien für 35, 50 und 90, 135 mm. Mhm. Absolut kompetitives Gerät im Vergleich zur Leica M3 oder M4, die es dann zu dem Zeitpunkt schon gab. Und im selben Jahr, und das ist dann besonders interessant, die erste Canonette, die wir hier drüben mal haben. Also das ist jetzt ein späteres Modell. Aber wir haben auf der einen Seite eben diese klassische Messsucherkamera und zeitgleich dazu auch schon die Entwicklung dann von kompakten Messsucherkameras. Ja, das ist ja also auch interessant. Also wieder ein anderes Feld, was man aufmacht. 2 Jahre später, die ungewöhnlichste Kamera, die Canon jemals auf den Markt gebracht hat, die Dial 35. Und, wirf mal ruhig einen Blick hinten auf die Leinwand. Die hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Okay, das ist fantastisch. Aha. Und wie große Stückzahlen gab es dieses Ding überhaupt? Das ist eine automatische Knipse. Die hat eine Selenzelle um das Objektiv, braucht keine Batterie. Und das Knüppelchen, was man unten sieht, oder man die so praktisch festhalten kann, ist ein Motorantrieb. Aha. Federmotor. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber warum hat die nicht größere Verbreitung gefunden? In Japan ist die ganz gut verkauft worden. Ah, okay. Hier nicht unbedingt für die Zielgruppe. Ich weiß gar nicht, ob die nach Deutschland verkauft wurden. Okay. In den USA hat die sich auch ganz gut verkauft. Ah, ist auch okay. So. Und das ist eine. Also verschiedene Länder haben auch verschiedene Kulturen, was Fotografie angeht. Und da verkaufen sich Dinge dann mal besser und mal weniger gut. Klar. Hier sah die wahrscheinlich zu sehr nach Wählscheibentelefon aus. Fürs Handy war die Welt noch nicht reif, haben sie die Kamera nicht verstanden. Ich habe eine Frage. Und zwar, du sagst, die hier, die Canonette hier, die war praktisch vorher. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, hat die schon eine CDS-Zelle drin, oder? Ich sage, das ist ein späteres Modell. Ah, okay. Es ging jetzt um das Grundmodell Canonette, also die kompakte Version einer Messsucherkamera. Okay, alles klar. Wieder der Punkt, diese Diversifizierung des Marktes. Ja. Immer mehr kleine Gruppen von Segmenten. Du hast den Scheiß einmal entwickelt, du hast einen Verschluss, du hast eine Steuerung, du hast eine Mechanik, was du jetzt von Gehäuse da drin machst, ist dann relativ egal, dann kannst du halt einsparen, kannst noch ein günstigeres Modell oder ein bisschen was Einfacheres, wo du nicht so viele Einstellungen, bei der Canon 7 zum Beispiel kannst du die Leuchtrahmen ändern, je nach Objektiv, musst du manuell machen, passiert nicht automatisch, aber das interessiert den Amateurknipser ja vielleicht gar nicht, der eine Urlaubskamera oder. Also spare ich solche Sachen ein, bringe ein eigenes Modell raus, habe wieder ein Marktsegment mehr bedient. War das erfolgreich dann in den 60er Jahren schon? Also war da der Marktanteil von Canon schon recht hoch oder war da immer noch... Er wurde immer größer. Also er wurde immer größer und auf ganz vielen Gebieten größer. Also Gebiete, die vorher andere Kamerahersteller mehr besetzt hatten, Minolta oder Olympus mit den Pen-Kameras, da hat Canon dann durch diese Aufsplitterung des eigenen Produktportfolios immer Teile abgeknabbert. Mhm. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da. Bis zum heutigen Tag. Genau. Was ich hochspannend finde, ist, dass, also wir sind jetzt am Anfang der 60er Jahre, oder? Ja, eigentlich schon mitten in den 60ern. Mitten in den 60ern, das heißt, und es wird nach wie vor mit Selenzelle gearbeitet. Mhm. Wann kam die CDS-Zelle zum ersten Mal, weißt du das? So, Pi mal Daumen. Das war in der Zeit, also ich würde jetzt sagen 65, aber nagel mich da nicht auf das Jahr fest. Ja. Das hängt wieder damit zusammen, die Selenzelle alleine oder die CDS-Zelle oder auch später die Fotodiode, die hilft dir ja nicht viel. Du musst ja eine Infrastruktur darum haben. Die Selenzelle hat den wahnsinnigen Vorteil, dass sie ihren Strom selber mitbringt. Ja. Eigentlich das, was du dir als Ingenieur ideal wünschst. Bei den anderen weißt du, ich produziere gerade eine Kamera, wo tendenziell der User vergessen kann, eine neue Batterie reinzutun.
oder wo die Batterie auslaufen kann. Oder. Das also, ist nicht verfügbar. Also genau, es gibt nicht nur Nachteile, sondern nicht nur Vorteile, es gibt auch Nachteile. Ja. Und die gilt es immer gegeneinander abzuwägen und genau an der Käufergruppe auch anzupassen. Also du kannst einem ambitionierten Amateur mehr zumuten als einem Knipser, aber auch mehr als einem Profi. Ja. Weil der Profi keinen Bock hat, sich über seine Kamera viel Gedanken zu machen. Der will nicht vorher prüfen, funktioniert hier irgendeine Batterie gerade. Ja? Der will losziehen und seinen Auftrag erledigen und der braucht wahrscheinlich auch gar kein Belichtungsmesser. Mhm. Ja? Also von so her ist das, dieses Erneuern von Technologien ist zum einen immer, was ist verfügbar, welche Infrastruktur habe ich, zum anderen, was kann ich verkaufen. Und, bei Formaten, also bei Kameraformaten ist das oft sehr signifikant. Natürlich hat eine Spiegelreflexkamera Vorteile, aber die hat von der Bauform erstmal auch, es ist was anderes, ne? Und verkauft sich da nicht so gut. Die Leute greifen dann eher für ihr Geld auf was sie einschätzen können zurück. Es ging dann weiter mit derselben Schlaggeschwindigkeit 1963, also immer im selben Jahr, wie die Demi, die erste automatische Spiegelreflexkamera. Das Konzept Spiegelreflexkamera hatte sich jetzt etabliert am Markt. Jetzt kommt quasi die Variante für Amateure, die Belichtungsautomatik hat. Auch noch mit einer Selenzelle, weil keine Batterie. Mhm. Der erste Hochleistungsprojektor für 8mm Film, auch im selben Jahr. Im selben Jahr die Canon Demi, die du da vorne hast. Ja? Auch 1963 das erste Mal auf den Markt gekommen, Halbformat. Wieder was Neues aufgemacht, wieder ein neues Fass aufgemacht. Jetzt Halbformatkameras, die Leute wollen Film sparen. Es kamen die ersten Farbfilme, die waren teuer, da war Halbformat genau richtig. Du hattest kein Korn, weil kein Silber im Film ist oder nach dem Entwickeln kein Silber mehr drin ist. Wieder ein neues Marktsegment besetzt. 1963 die Canon Junior, sowas wie die Olympus Trip 35, immer noch dasselbe Jahr. Immer noch 1963, wieder eine neue Kamera. 1964 die Canon FX. Die zweite Generation von Canon Spiegelreflexkameras. Mhm. Also wir haben 1961 damit angefangen, Spiegelreflexkameras zu machen. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Wir schmeißen alles über Bord, wir machen neu. Die Canon FX hatte quasi schon das Gehäuseformat von den späteren vollmechanischen Spiegelreflexkameras. War ein ganzes Stück kleiner, ein ganzes Stück kompakter gebaut als die ersten Klopper, die es so gab. Die sehe ich jetzt aber hier gar nicht in deiner Sammlung. Hast du mit so einer schon mal hantiert? Ja, habe ich gehabt, kurzfristig leihweise. Fand sie aber nicht so spannend, dass ich sie mir kaufen müsste. Also ich kaufe Kameras ja nicht, um die zu sammeln, sondern weil die irgendwas können, was mir liegt. Ja. Und es gab nichts an der Canon FX, was nicht eine andere Kamera besser könnte. Also nichts für deinen Fotografiealltag. Genau, ich würde sie wahrscheinlich nicht benutzen, dann würde ich lieber zur MTB greifen oder sowas, die ähnliches Format hat, aber mir mehr Informationen im Sucher bietet, ein moderneres Bajonett hat. Die FX hatte noch das alte Bajonett, also nicht das MB, sondern das RD-Vorgänger-Bajonett, FL. FL ist das viele genau. Was noch keine vernünftige Blendenübertragung erlaubte, etc. pp. Aber das heißt, wir sind jetzt noch gar nicht so richtig an dem Punkt, wo die Spiegelreflexkameras international konkurrenzfähig sind. Oder ist das jetzt eine persönliche Vorliebe von dir? International konkurrenzfähig. Zu dem Zeitpunkt hatte die japanische Kameraindustrie das Thema Spiegelreflex fest in der Hand. Ja. Und Mitte, Ende der 60er Jahre ging in Deutschland das große Sterben der Spiegelreflexkameras los. Auch, weil man ewig lang an dem blöden Zentralverschluss festgehalten hatte. Ja, damit hat man sich mehr Unbill eingefangen als irgendwelche Vorteile. Und ja, man steckte quasi in der Sackgasse, hatte da viele Entwicklungen verpennt. Und in Japan war man weggezogen. Und was war denn die Sackgasse beim Zentralverschluss? Also warum ist da... Warum hat man da nicht weiter, ist man nicht weitergekommen? Du hast einen sehr kleinen Durchlass für das Lichtbündel, was du in die Kamera kriegen kannst. Damit bist du sehr beschränkt, was zum einen Brennweiten angeht und zum anderen was Lichtstärke angeht. Du kannst da keine größere Offenblende haben, als du den Zentralverschluss aufmachen kannst. Und je größer dass du den machst, desto langsamer wird er. Mhm. Wenn du dir einen Kropal-1-Verschluss anguckst,
dann kommt ja vielleicht noch bis zu einer 300. Meistens noch bis zu einer 250. Das ist für eine Spiegelreflexkamera, mit der du jetzt Aktionsfotografie machen willst, nicht so richtig falsch. Ja, gleichzeitig wurden die Filme immer schneller, das erlaubt auch immer schnelle Verschlusszeiten. Du warst abgehängt. Ja. Und dann ist alles an Übertragung durch einen Zentralverschluss wahnsinnig kompliziert. Du musst im Prinzip, wenn du es ideal machst, eine Baugruppe hinter dem Verschluss haben, eine vor dem Verschluss. Ansonsten hast du einen Hinterlinsenverschluss, der einfach nicht an der richtigen Position sitzt. Jetzt hast du dann diesen Krux mit diesen Vorsatzobjektiven à la Protessa oder sowas, wo du die vordere Baugruppe änderst. Alles keine saubere Lösung. Ne? Also das ist einfach bei einem Bajonettverschluss, der das ganze Objektiv aufnimmt, der die Möglichkeiten der Blendensteuerung auch bei dem Thema Automatisierung bietet, der viel elegantere, viel einfachere Weg. Und da war man einfach in der Sackgasse. Das gibt die Technik nicht her. Selbst wenn du es dann machen willst, du kannst es nicht realisieren. Aber dennoch, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, sind doch hochwertige Mittelformatkameras häufig im Objektiv nochmal mit einem Zentralverschluss ausgestattet, oder? Ja. Die haben auch einen anderen Einsatzzweck. Ja. Mittelformatkameras, die mit einem Zentralverschluss und Tausendstel Sekunde schafften, waren auch erst sehr spät auf dem Markt. Das waren die ersten digitalen Zeiten. Objektive werden dadurch, dass du in jedem Objektiv einen Verschluss verbauen musst, exponentiell teurer. Das, was sich bei der Spiegelreflexkamera im Kleinbildformat als der Erfolgsbringer schlechthin, nämlich die Zeitautomatik, herausgestellt hatte, ist mit einem Verschluss im Objektiv nur sehr unglücklich zu lösen. Ja. Eigentlich ohne Elektronik überhaupt nicht vernünftig. Wenn du versuchst, das mechanisch zu übertragen, du hast den Messwert in der Kamera und hast die Steuerung im Objektiv, wie kriegst du jetzt den Wert dahin? Einziger Umweg, du kannst jetzt die Messzelle ins Objektiv bauen. Ach so. Warum sollst du dann nicht auch den Film direkt ins Objektiv bauen? Ja, dann hast du wieder alles in einem Gerät. Das Objektiv zur Kamera. Genau. Ja, also das wird so nichts. Ja? Der Einsatzzweck diktiert da die Möglichkeiten. Ja. Aber sind wir jetzt, wenn wir sag ich mal, von den Zentralverschlüssen weggehen, sind wir jetzt schon in der Zeit vom Metalllamellenschlitzverschluss oder sind wir noch in der Zeit? Nee, wir sind noch Tuch. Aha. Ich glaube, der Opal Square, der kam erst 72. Ja, das ist nun mal so 10 Jahre später als jetzt. Ja. Wir sind Mitte der 60er Jahre, da geht es dann auch dann weiter mit verschiedenen Automatisierungen, das war dann zu dem Zeitpunkt das große Thema, Umsetzung von aus dem Belichtungsmesser gewonnenen Werten in Belichtungssteuerung zur Automatisierung der Kamera. Da ist Canon sehr früh einen ganz eigenen Weg gegangen und während alle anderen auf das große Pferd Zeitautomatik gesetzt haben, hat Canon gesagt, nee, wir machen eine Blendenautomatik. Und warum haben Sie sich dafür entschieden? Weil es damals die wichtigere Automatik war. Okay, also. Wenn du dir überlegst, wie fotografierst du und was möchtest du verhindern, dann ist dieses Gestalterische, was wir heute haben mit der Blende, nicht unbedingt der erste Punkt, sondern der wichtigste Punkt ist, ich möchte das Bild nicht verwackeln. Dann die optimale Blende dafür. Also ist die Blende erstmal von vernachlässigbar, ich will die Verschlusszeit bestimmen. Ja. Ich sehe, ich brauche da was Hektisches, eine 250 oder 500 Sekunde und dann soll sich die Blende danach richten. Okay. Das war so der Ansatz von Canon. Das hat man dann auch in der Literatur damals gelesen, dann beschrieben Leute, wie sie im Zug fahren und die vorbeiziehende Landschaft eingefroren, knackscharf war. Ja, typische Anwendung von der Kamera. Typische Anwendung, man fährt laufend im Zug. ja, mein Gott. Aber gut zum Demonstrieren natürlich. Richtig. Man ist aber diesen Weg gegangen. Auch wenn er technisch wesentlich aufwendiger ist. Also die Zeit in der Kamera zu steuern ist wesentlich weniger aufwendig, als die Blende zu steuern im Objektiv. Okay, warum ist das so? Was heißt es, die Zeit zu steuern? Ich muss irgendein Stellrad in meinem Hemmwerk an eine bestimmte Position bringen. Das kriegt die Olympus Trip sogar mit einem Federwerk hin, was den Zeiger von dem Belichtungsmesser abfühlt. Die macht nichts anderes. Okay. Gefühlt da dran und wie schneidet ist der ausgeschlagen? Ja. Ah ja,
dann gebe ich das Hirnwerk bis hierhin frei. Mhm. Damit ist die Zeit eingestellt. Blendenautomatik, die Öffnung der Blende ist je nach Brennweite des Objektivs unterschiedlich. Mhm. Ein 85 mm Objektiv mit Blende 1,4 hat ganz andere Durchmesser für eine Blende 8 oder eine Blende 16 als ein 35 mm 4,5. Mhm. Ja? Kann jeder einfach mal durchs Objektiv gucken, ja, und feststellen, die Apertur ist eine andere. Ja. Genau. So. Das heißt, ich muss also wissen, als Kamera, die ich was automatisieren will, was ist da für ein Objektiv? Was kann das als Maximalblende? Was kann das als Minimalblende? Mhm. Und wo ungefähr ist der Hebelweg dazwischen für welche Blende? Puh, das sind natürlich, ja? Das sind viele Informationen. So, ja. Das muss ich als Information aus dem Objektiv kriegen und ich muss es als Kamera wieder ins Objektiv reinkriegen. Ich muss den Hebel an die... Minolta hat das ja bei seiner X-T7 oft auf diese lustige Art dieser Try-and-Error-Belichtungsautomatik. Ne? Weil die nicht wissen genau, wo der Blendenhebel hingestellt werden muss, stellen die erstmal irgendwas ein, messen dann nochmal nach und korrigieren. Also der misst tatsächlich zweimal, weil er nicht weiß, wo er hinstellen soll. Ja, der guckt so ungefähr in die Richtung, was? Jetzt. Und dann stellt er am Schluss doch noch die Zeit nach. Ja, der kann dann die Blende nicht mehr genauer einstellen und dann sagt er, ja, die Zeit kann ich genauer einstellen, das mache ich dann da. Das ist ziemlich deutlich gelöst. Und Canon hat das direkt anders gemacht und hat... aber darüber erzähle ich dann was im dritten Teil. Ja, dann das war's nämlich jetzt mit Canon. Wir verabschieden uns für heute und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal.